Hallöche Leute, Valar Morghulis und willkommen zu einem neuen Video. Ich werde euch gleich erzählen, wo wir heute hinfahren, welche berühmten, super tollen und großen YouTuber wir dort treffen und was wir alle zusammen vorhaben, dort zu unternehmen und welche Faxen wir machen werden. Darum bleibt dran, Freunde, und bis gleich. So, kurzer Zwischenstopp, tanken, Luft, Burger. Ein Whopper und einmal Chili Cheese Nuggets, bitte. Also, um jetzt nochmal kurz zu erzählen, wo es heute hingeht, wen ich da treffe und warum und überhaupt, folgendes. Aber Sekunde, ganz kurze Sekunde, das Lied gerade ist einfach zu geil. Sekunde. Das war bei der Nafia. Also, es ist ja so, dass ich bei einem YouTube-Netzwerk arbeite, und zwar Wunderstudios, und wir betreuen Familien- und Kinderkanäle in Deutschland. Ich bin also der Channel-Manager von Wunderstudios, und in dem Zuge treffe ich also heute drei der größten Kanäle aus Deutschland, TipTapTube und der ganze Clan drumherum, also Maryland, Ash5 natürlich und natürlich echt so den Max, und dann noch Lulu und Leon Family and Fun und die Spielzeugtester. Wir treffen uns heute alle in Rostock. Der aufmerksame RTL-Zuschauer kennt sicherlich die Sendung Big Bounce im Flip-Out in Rostock, und da fahren wir nämlich hin und da treffen wir uns. Dieser riesen geiler Trampolinpark, da habe ich unglaublich Bock drauf. Da treffen wir uns also alle, da bin ich so auf dem Weg hin und ich hole euch wieder dazu, wenn ich im Hotel bin, und dann schauen wir mal weiter, was noch alles passiert. Also bleibt dran, bis später. So, Freunde, wir sind endlich im Hotel angekommen und machen jetzt zusammen eine kleine Roomtour. Way! Ja, so sieht's aus, Freunde. Sehr, sehr hübsch, oder? Sehr, sehr niedlich. Du hast einen Stuhl an der Wand. Nur einen Stuhl an der Wand. Nee, echt cool. Das reicht völlig. Ich bin ja klein, war, brauche nicht so viel Platz. Oh, und ich würde sagen, wir machen jetzt direkt mal einen Bettentest. Bett. Top. Ich fühle mich schon wie im Trampolinpark. Das ist eine wunderbare Vorbereitung und ich bin jetzt schon aus der Puste. Das kann was werden im Trampolinpark, sage ich euch. Okay. Ich warte jetzt auf Ludo und Leon und wir sehen uns wieder, wenn die Familie ankommt, und dann begrüßen wir euch nochmal alle zusammen. Also bis dahin, bis gleich. Willkommen zurück, Freunde. Gestern ging natürlich nicht alles so wie geplant, aber schaut mal hier, in welcher Situation ich euch empfange. Das sind drei Leute, die ganz komische Dinge machen. Ich mach mich schon warm. Wen haben wir da? Guck mal. Diese kleine Lulu. Hallo, sag mal hallo zu den Leuten. Leon, sag mal hallo. Katharina ist da, Papa Thomas ist am Start. Hallo! Also, Lulu und Leon sind schon da. Wir stehen hier, man sieht es, direkt vorm Flip-Out. Ich mache auch noch schnell ein Thumbnail-Bild. Ich flip out. Und TipTapTube und die Spielzeugtester kommen auch gleich. Wir gehen aber jetzt schon mal rein und gucken uns mal die Halle an, ne? So, Freunde, wir sind drin. Hier ist Leon. Und wahnsinns geile Halle. Ich würde sagen, ich führe euch erstmal einmal im Schnelldurchlauf durch. Und los geht's. Jetzt habe ich mich auch beeilt. Habt ihr gesehen, ich bin hier gesprintet. So, und jetzt geht's aber los, Freunde. Ich gehe jetzt erstmal kurz eine Runde hüpfen und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Unfassbar. Anstrengend. Ein runter, Leon! Leon! Hau ihn um! Ich räche ein! Ja. Ich räche Leon! 3, 2, 1! Und los! Und los! Bislang
Bin ich ungeschlagen? Na ja, gibt's Revanche. So, Freunde, es ist soweit. Tip-Tap-Tube sind da. Hallo. Warte, ja. Na, wer bist du denn? Ich filme ja nur. Hallo. Mexikanische Schnitte. Hallöchen. Hallo. Sag mal hallo. Hallöchen. Hi. Alle da. Und wo ist das Spielzeugorchester? Wo sind die Spielzeugtester? Und hier haben wir Papa-Spielzeugtester. Ja, hallo. Mama-Spielzeugtester, die hallo. Ebenfalls gerade filmt. Genau. Und da haben wir, ich schleiche mich mal ins Bild. Ja, klar. Hanna-Spielzeugtester, sag hallo. Hallo. So, jetzt wird das heiß ersehnte Battle kommen. Ich auf dem American, wie heißt das? American Wrestle-Dingsbums, Bum-Bum-Ding gegen Max. Echt so, Freunde, das wird ein Knaller. So, Freunde, das ist der Ninja-Parcours. Ich bin ein Ninja. Los geht's. Und hier, Max Echtso ist jetzt unterwegs im Power Tower. Da ist er, der gelbe Fleck. Und Kamerafrau Lulu da oben. Da. Also jetzt war der Beste schon wieder unten. Ja. Weiß man mal, wie schnell das war. Und da kommt er. Bam! 58,4. Und wie ist der Power Tower? Oh, der ist cool. Aber eine schwer, Kamera ist es nichts. Schwer als ich dachte. Achso, du hattest die ganze Zeit Kamera dabei? Aber oben war es. Ah, da kommt Kamera, Frau Lulu. Ja. Dankeschön. Guter Job, Lulu. Das hat sie gut gefilmt. Ja. Oh, das war cool. Und wie schnell bist du gewesen? Warte, ich sehe das eben. Ich sehe nicht mehr. Läuft noch? Nein. Also, ist der jetzt ungefähr, ich glaube, es sind 18 Sekunden. Ach, ja. Puh, das ist anstrengend ein bisschen. Und 18 Sekunden. 58 Sekunden, ne? 19,50 ist hier Highscore, ne? Ja, das schaffe ich nie im Leben. 19,50 stoppen. So, jetzt läuft hier Dick Helene mit zugehöriger Lichtshow natürlich dabei. Man sieht's. Auch die Crew ist stark dabei. Das sieht immer, wenn Helene kommt. Hey, und hier haben wir übrigens die Sprunggrube oder wie man das nennt. So eine Sprunggrube halt. Und hier quält sich gerade so ein kleines Küken aus dem Ei. Rausgeschält. Max, du darfst keine dreifachen Saltos machen, das weißt du. Schade. So, Freunde, ich werde mich jetzt auch mal in die Sprunggrube wagen. Da steht keine dreifachen Saltos. Ich wollte ja ein Vierfach machen, geht leider nicht. Stattdessen, ups, probiere ich jetzt einfach mal normal. Los geht's. Man fühlt sich, wenn man hier rauskommt, wie so ein Neugeborenes, was sich aus dem Bauch der Mutter rausquält. So fühlt man sich hier in diesem Ding. So, Freunde, viel Springen bedeutet viel Hunger. Jetzt wird hier erstmal Essen gefasst. Der ganze Clan bestellt jetzt einmal Essen. Ich nehme mal eine Bockwurst im Brötchen mit. Leute, ich habe mir heute meinen persönlichen Traum erfüllt. Und es geschafft, einen vollständigen Rückwärtssalto zu stehen, oder wie man das nennt. Und das Beweisvideo wird jetzt Papa Thomas filmen. Und ich verbürge mich und würde eidesstattlich erklären, dass es nur ein Versuch war. Zehn Stück. Und los. Oh,
Und hier findet gerade ein unglaubliches Familienduell statt. Lulu und Leon gegen Tip Top 2. Familienduell, los geht's! Oh, Papa Thomas legt stark vor! Klassisches Unentschieden! Runde 2, Kampf der Kinder. Möge Ruhm und Ehre für die Familie geholt werden. Leon, was sagst du so kurz vor deinem Kampf? Aha. Esch, du kämpfst jetzt für den Ruhm der Familie Tip-Tap-Tube. Wie geht's dir so kurz vor dem Kampf? Gut. So. Ja? Bist du siegeswillig sicher? Ja. Okay, na dann. Kampf! Oh! 1-0 für die Lulu und Leons. Jetzt wird's spannend. Tip-Tap-Tube-Mama gegen Lulu und Leon-Mama. Nicht kaputt lachen, hier muss gekämpft werden! Um das Hotelzimmer jetzt, los! Oh, der war stark! Hauen Sie um! Und Schlag! So Leute, das war's. Unser Tag im Flipout geht vorbei. Wir sind hey, alle dabei. Lulu dabei. Hey! Hey! Echt dabei. Ja, Freunde, hat mich sehr, sehr gefreut, euch alle nochmal persönlich kennenzulernen. Ja. Also, danke für den schönen Tag. Hat mich sehr gefreut, euch alle kennenzulernen. Ja, hat uns auch gefreut, uns kennenzulernen. Ja. Tschüss! Tschüss! Jo Leute, das war's dann, ne? Ich bin jetzt raus aus dem Flipout. Überlasse die Familien sich selbst. Und ich habe jetzt leider noch die Heimreise nach Berlin vor mir. 3,5-4 Stunden. Also, wir sehen uns später oder auch nicht. Ich beende in diesem Sinne schon mal das Video. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut, Freunde. Und ciao.